Was geht, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Black Ops 6 Video. Ja, Freunde, wir sind da. Black Ops 6 ist da. Und heute gibt es ein Video zu den wichtigsten und besten Einstellungen für Black Ops 6, für ein besseres Spielerlebnis und halt, ja, um sinnlose Scheiße abzustellen. So viel schon mal vorweg. Lasst gerne eine Bewertung da, gerne auch einen Kommentar für einen Rhythmus und gerne ein kostenloses Abo da lassen, Freunde, für mehr Black Ops 6 Videos und natürlich, um mich zu supporten. Und ich würde sagen, wir starten rein. Let's go und bam! Also gehen in die Einstellungen rein. Das seht ihr hier an dem Zahnrad. Da könnt ihr hier auf die Einstellungen gehen. Wir fangen an bei Controller. Und das sind dann halt sozusagen meine Einstellungen, die ich hier getroffen habe. Eine Tastenbedienung habe ich auf Standard. Eigentlich bin auf Taktik. Ne? Wie gesagt, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Müsst natürlich selber schauen, wie ihr am besten klarkommt. Empfindlichkeit habe ich auf 7 gestellt. Und den Rest habe ich hier eigentlich ausgestellt. Also ihr könnt auch halt anpassen, wenn ihr sagt, zum Beispiel vertauscht jetzt L1 und R1. Könnt ihr natürlich an- oder ausmachen. Kontrollervibration aus, ne? Ganz großer Quatsch. Trigger-Effekt auch ausmachen. Und wie gesagt, wenn ihr Stickdrift habt, könnt ihr noch beim toten Bereich noch ein bisschen was einstellen. Habe ich wie gesagt nicht. Könnt ihr wieder testen, wenn ihr das auf anmacht. Ihr seht, bei mir regt sich nichts. Deswegen könnt ihr das auch auf auslassen, wenn da sich nichts tun sollte. Sonst könnt ihr das ein bisschen einstellen, wie ihr es halt bevorzugt. Bei Zielen habe ich ohne nichts wirklich eingestellt. Ne? Habe ich einfach so gelassen, wie es war. Machen wir auch schon weiter mit den Bewegungseinstellungen. Sprinthilfe habe ich hier auf aus. Viele spielen mit Taktik-Sprinthilfe, bin ich kein Fan von, komme ich nicht ganz klar damit, deswegen habe ich es auch ausgestellt. Kletterhilfe ausstellen, Duckenhilfe ausstellen, Eckenblick auch ausstellen, ne, braucht man nicht, ganz einfach. Den Rest habe ich dann im Grunde so gelassen. Ja, machen wir weiter mit Kampf, auch da habe ich im Grunde eigentlich alles gelassen, bis auf die Panzerplatten, weil ich auf alle anwenden gemacht habe. Also wenn du drei Platten reinhauen könntest, dann haut ja auch alle instant rein, du brauchst also nur einmal ja, die Dreieckstaste zum Beispiel drücken. Den Rest habe ich dann auch so gelassen. Machen wir weiter mit den Grafikeinstellungen. Hier ist es so, dass natürlich die Konsoleros, also PlayStation und Xbox-Spieler, wesentlich weniger Möglichkeiten haben als PC-Spieler. Ja, die können da an sehr vielen Ecken und Schrauben noch was drehen. Wie gesagt, deswegen ist das nur jetzt ein Consolero-Ding, was jetzt die Grafik angeht. 120 Hertz natürlich an. Ne, Ökomodus könnt ihr auf Effizienz lassen. Qualität, ganz wichtig, alles auf Ausstellen. Das behindert euch beim Spielen. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel euch dreht, ist die Umgebung unscharf. Das heißt, ihr seht Gegner potenziell nicht. Das heißt also, es behindert euch eher. Deswegen alles auf Ausstellen. Das könnt ihr auf Standard hier lassen hier. Dann auf Ansicht, FOV 120. Das heißt, desto höher das FOV ist, desto mehr seht ihr von der Umgebung und tendenziell auch mehr Gegner, was auch sehr wichtig ist. Dann Zielvorrichtung, Sichtfeld habe ich auf unabhängig gemacht. Waffensichtfeld auf breit. Externe Ansicht auf 90. Fahrzeugsichtfeld auf breit. Das heißt, das Fahrzeug sieht weiter weg aus und man hat das Gefühl, es wirkt irgendwie schneller. Habe ich zumindest das Gefühl. Kamerabewegungsperspektive und externe Ansicht, beides auf 100, war bei mir auf 50, deswegen schön hochschrauben auf 100%. Machen wir weiter mit der Black Ops 6 Audio. Wie gesagt, hier könnt ihr ein bisschen an der Lautstärke rumschrauben. Habe ich, wie gesagt, ziemlich niedrig eingestellt, weil ich ja auch Videos dazu aufnehme und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man zu laut machen würde, würde man mich nicht mehr hören und so weiter und so fort. Dann verbesserter Kopfhörermodus. Könnt ihr irgendwie einen Drittanbieter irgendwie einschalten oder kaufen, whatever. Da habt ihr irgendwie verbesserten Kopfhörermodus. Holy shit, braucht kein Arsch. Audio-Mix habe ich auch Treyarch-Mix gelassen. Finde ich persönlich am besten. Natürlich müsst ihr auch schauen, welches Headset habt ihr. Was findet ihr persönlich am besten? Ich finde Treyarch-Mix am besten. Und ja, wie gesagt, dezidierte Musik könnt ihr aus- oder anschalten, je nachdem, wie ihr es halt bevorzugt. Tinnitus-Ton könnt ihr reduzieren. Habe ich gemacht auf aus. Ne? Ich will es komplett knallen haben. Dann könnt ihr wieder auch auf anmachen, falls euch der Sound stört. Dann machen wir weiter mit dem Interface von Black Ops 6. Im Grunde habe ich alles so gelassen, wie es war. Abschlusskamera überspringen habe ich auf angestellt. Ne? Ich will nach dem Tod nicht wirklich sehen, was Sense ist. Ne? Einfach weiter, weiter, weiter. Ne? Wir wollen Kills machen. Keine Zeit. So, wisst ihr, wie ich meine? Dann haben wir noch Elemente, die können wir in-game einbauen sozusagen. Das heißt also, wir haben oben links eine Anzeige im Spiel, was wir dann sozusagen sehen wollen oder nicht. Serverlatenz habe ich auf ausgestellt. Packet Lost habe ich auf an, Uhr habe ich ausgestellt, könnt ihr auch anmachen, seht ihr halt oben links, wie viel Uhr es ist und auf die Uhr zu schauen und Verbindungsanzeige auch auf angestellt, damit ich halt weiß, ob mein Internet scheiße ist oder die Server halt kacke sind, genau. Machen wir weiter mit der Interface-Lesbarkeit, Untertitel habe ich immer auf ausgestellt, die sprechen ja recht deutlich, deswegen habe ich da keine Probleme mit, brauche ich auch nicht, wie gesagt, zu lesen und stört mich eher. Da haben wir Farbanpassung und hier wird es richtig krass, was wir hier an Möglichkeiten haben. HUD-Farbpalette. Hier können wir jetzt einstellen, ob wir irgendwie eine Farbschwäche haben, Grünschwäche, Blauschwäche, Rotschwäche und sonstiges. Wir können auch eine eigene erstellen, was ziemlich krass ist. Ich habe es auf Standard gelassen, weil ich habe keine Farbschwäche und ich finde es eigentlich Standard auch am besten. Dann könnt ihr auch einstellen, welche Farbe man selber haben soll. Ne, die habe ich jetzt auch auf Standard gelassen. Dann halt eure Mails sind halt blau, könnt ihr auch wieder komplett einstellen, je nachdem, wie ihr es halt am besten halt sehen könnt, mögt, wie auch immer. Dann Party, das heißt also eure Mates, eure Kollegen zum Beispiel. Feinde sind bei mir rot, neutral sind zum Beispiel jetzt
Flaggen oder Stellungen, die nicht eingenommen worden sind. Und umkämpft ist halt gelb. Das heißt also, das sind ja das Team und eure Mates in der Stellung drin. Das könnt ihr auch, wie gesagt, einstellen, wie ihr es halt am ehesten mögt. Da habt ihr natürlich auch hier Farbfilter-Einstellungen, die ihr machen könnt. Normalerweise ist es auf ohne eingestellt. Ich empfehle euch eher auf 1 oder 2 zu spielen. Ich habe jetzt hier 2. Dann Farbfilter Ziel auf beide und beide schön auf 100 hochschrauben. Da habt ihr schöne, sättigende Farben und könnt auch Gegner so tendenziell besser spotten. Dann gehen wir nochmal hier auf die Gameplay HUD ein. Minikarte Form war auf rund eingestellt. Natürlich solltet ihr das auf quadratisch einstellen, weil ihr natürlich bei einer quadratischen Form mehr seht als bei einer runden Minimap. Minikartenrotation sollte auf an sein. Radar könnt ihr auf anmachen. Kompasstyp Minikarte könnt ihr wieder alles im Grunde so lassen, wie es ist. Spielernamen könnt ihr wieder abgekürzt machen, nur Symbole oder vollständiger Name. Macht vollständiger Name, damit könnt ihr auch Gegner auf Entfernung besser spotten, als wenn ihr das nur abgekürzt oder nur Symbole habt, so wisst ihr, wie ich meine. Weil ihr habt, kennt das zum Beispiel, ihr seht einen Gegner hinter einer Wand irgendwie vorbei huschen, ihr seht aber noch im Augenschein noch irgendwie den Namen oder so, deswegen auf jeden Fall den vollständigen Namen, ne, über den Gegner anzeigen lassen. Den Rest habe ich im Grunde so gelassen, könnt ihr auch, wie gesagt, so lassen, wie es ist. Und das ist im Grunde ganz gut, hier alles auf 100% lassen. Und ja, das sind wieder alle Einstellungen rund um Black Ops 6. Ich hoffe, damit habt ihr einen guten Start ins Spiel. Und ja, lasst eine Bewertung da. Gerne auch einen Kommentar für den Algorithmus. Gerne ein kostenloses Abo da lassen, Freunde. Und wie gesagt, die nächsten Tage kommen auf jeden Fall richtig viele Videos online. Deswegen bleibt aktiv auf dem Kanal. Ich wünsche euch was. Macht's gut und haut rein. Ciao.